Hallo, 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 hier ist wieder Shoki Banoki mit einer neuen Folge von Daily, deine Tagesdosis Angeberwissen. Wir haben heute den 13. Februar und am 13. Februar hat Geburtstag wer? Robbie Williams hat Geburtstag. Robbie Williams ist der Knaller gewesen nach Take Z. Ja. Also bei Take Z war er noch so Mitläufer im Prinzip. Ja, der war so im Schatten von Gary Barlow, ja. Ne? Aber dann... Und dann ist er ausgestiegen und dann hat er am Anfang gesagt, hat man, ja, ob das so klappt irgendwie. Da hat er Freedom gemacht, das alte George Michael-Lied. Und er hatte so ein bisschen den Rebell gemacht, ne? Ja, und hatte einen auf Horterie Bleu, ja. Sagt man ja. Aber was ich geil fand, es gab mal ein Interview mit ihm, da hat er sein Haus vorgestellt. Da hat er sein Haus vorgestellt und da waren Leute, dann hat er während des Interviews hat er das Wort Fuck sehr inflationär benutzt. Ne? Und am Ende des Interviews sagt er, ich freue mich, dass Sie bei mir hier im Haus waren. Hat mir Spaß gemacht, Ihnen mein Haus zu zeigen. Sollte ich im Verlauf dieses Interviews jemanden beleidigt haben, ist mir das scheißegal, weil ich verdammt reich bin. Ja. Robbie Williams, genau. Ja. Was auch am 13. Februar, allerdings 1985, war die Einweihung der wiederaufgebauten Semperoper in Dresden. Ach so, genau. Komplett zerstört, wurde wieder aufgebaut. In welchem Jahr? Das war 1985. 85? Ja. Das ist doch eigentlich auch so eine Bierwerbung, ne? Ja, ist so. Auch, genau, da steht auch. Da steht jetzt normalerweise. Genau, ja. Die Semperoper in Dresden. Ja. Wer jetzt weiß, was bedeutet, der schreibt es unten in die Kommentare. Schreibt es auch mal drunter. Ja, ja, genau. Am 10. Februar ist ja auch der Kohl und der Honecker zusammengekommen. Der Honi? Ja, die hatten sich erstmals in Moskau getroffen. Mhm. Ja, und das war 1984. Da haben die zwei sich getroffen. Ja. Das war 5 Jahre vor dem Mauerfall. Die beiden. Der Honecker. Da waren sie noch frisch, ne? Ja. Also gut, die waren eigentlich nicht. Ich kenne die eigentlich nur alt. Ja. Also. Aber die haben. Die waren lang alt, finde ich. Aber die waren immer alt. Lang alt, genau. Die waren lange alt. Ja. Also so Jugendbilder oder so. Oder so junge Spritzer, so wie wir. So wie wir. Die nie altern, ja? Das gibt's doch gar nicht. So gut aussehende Menschen, die aber ihre Ursprünge im Radio haben. Shoki Banoki, ursprünglich eine Radiosendung gewesen. Heute, 13. Februar, ist Aktionstag, internationaler Welttag des Radios. Genau, deswegen macht das ja auch Sinn, dass wir das vorstellen, weil wir kommen ja aus dem Radio. Radio Rock'n'Roll Stars, damit haben wir angefangen. Ja, früher, damals. Als wir noch klein waren. Richtig, ja. Waren wir so groß. So, und da haben wir Radio gemacht. Radio. Ja. Und heute sind wir hier im Fernsehen. Welttag des Radios heute, am 13. Februar. Korrekt. Ja, super. Ja. Ja, ich sag... herzlichen Glückwunsch, Radio. Alles Gute, altes Haus. Ja, genau. Ja? Und ich sage auch zu euch, cheerio, Miss Sophie. Wir sehen uns morgen wieder am 14. Februar. Heute mit Christian, morgen bestimmt nicht mit Christian. Wenn es gut läuft. Hoffentlich nicht. Aber keinen Bock mehr. Tschüssi. Tschüss.